Herzlich willkommen zur 78. Folge Hyanodon mit dem Felix. Guten Tag. So, wir haben die 77. Folge nochmal geladen, weil wird nichts. Also die gleiche Geschichte nochmal von vorne. Ich brauche Fließbänder. Und diesmal, warte mal, wie weit sind wir entfernt von den größeren Stromnesten? 6000 Zweierflaschen. Schöne Hausnummer. Wo wurden das Ethin hergestellt? Mitten in der Basis. Da unten unter deiner einen Anlage da hier. Ja. So, was ist da das Problem? Nach Kohle. Das heißt, wir müssten von bräuchten von dort mehr Holz. Was brauchen wir alles Ethin? Eigentlich doch nur für. Ach nee, du nimmst das auch als Brennstoff. Ja, aber das ist sowieso aktuell kaum verbraucht. Das wollte ich eigentlich auch schon vor 12 Folgen oder so mal umändern, aber ich komme gefühlt nie an dieser Stelle hin, weil ich immer irgendwo anders hinlaufen darf. Da lang, da lang, da lang. Ach, diese Rohrverfolgung hier, ne? Und dann geht's noch da. Ach so, Blei. Für Munition. Blei für Munition. Ja, mal gucken, wann ich hier unten mal bei der Munitionsfabrik vorbeischaue. Fließbänder wollte ich holen. Fließbänder sind da. Und Maschinen wollte ich loswerden. Das da. Das brauche ich noch alles. Das brauche ich noch nicht mehr. Gut, Rohre. Habe ich theoretisch noch? Nehme ich mir zur Vorsicht lieber noch mal einen Stack mit. Was verbraucht ihr an Bohrflüssigkeit? Achso, ein Tüsegas.
Begrenzt man bei der gelben Munition die beiden Kisten auf ein Stack oder was weiß ich. Oder reißt die vordere Kiste weg und haut die hintere auf ein Stack. Irgendwie so. Ja, ich mach beide auf ein Stack. Und nehme aber mal von der hinteren was raus und packe mal meine ganze gelbe Munition hier auch mit rein. Dann sollte da wahrscheinlich erstmal in den nächsten Wochen nichts mehr passieren. Klingt vielversprechend oder so ähnlich. Und ich begrenze mal die Bleikiste auch mal massiv, dass wir da zwar 9 haben, 9 Stacks für uns. Wobei, selbst das ist eigentlich zu viel, oder? Theoretisch gesehen schon. Eigentlich hatte ich die Kiste aber ein Feld rechts gesetzt, aber keine Ahnung, wann ich die wieder zurückgesetzt habe. Da standen zwei Kisten, die rechte habe davon habe ich gerade abgerissen, weil die war leer. Oder leerer. Ja, und die eigentlich wollte ich die linke abreißen und die rechte drücken so in die Munitionsding rüberbauen, aber irgendwann mal, wenn ich irgendwann mal vorbeigekommen wäre, aber. Gut, wenn das der Plan ist. Dann ändern wir auch den Plan mal um. Dann mache ich das doch gleich mal. Stahl und das. Ja gut, dann kann das Ding auch voll laufen. Dann ist es ja vollkommen egal eigentlich. Richtig. Was brennt der Felix hier? Chrom. War das Felix? Ja. Ja. Okay. Ach, gucke mal an. Das Eisenerz hier sind auch nur noch 100. Ja, okay. Ja, hast du auch festgestellt, ne? Ist noch so wenig, so ein kleines Feld. So ein süßes, knuffiges ja. Und. Oh. Ja. So, ich bin jetzt am Überlegen, ob ich jetzt hochgehe. Stumm. Wo ich könnte theoretisch. Leiterplatten, haben wir irgendwo Leiterplatten übrig? Und haben wir irgendwo Duraluminium noch ein bisschen was übrig? Kannst mal gucken in der Kiste, wo mein Inventar drin ist. Aber sonst wüsste ich nicht wo. Außer vielleicht auf dem Fließband. Ja, hier rechts auf dem Fließband ist noch was. Wann meinst du, kann Duraluminium wieder angeschmissen werden? Kommt drauf an, wie oft ich hier noch weggelaufen gelockt werde, so ungefähr. Wenn du jetzt gar nicht mehr weggelockt werden würdest. 5 bis 10 Minuten. Okay. Ich glaube, so lange schaffe ich es, dich gerade so in Ruhe zu lassen. 3 Sekunden später, Ping auf der Karte, Felix, ja, ein Problem. Ja. Ist zumindest typisch, oder nicht? Ja, im Regelfall. Ah, okay, hat er gerade gemacht. Ja, war auch langsam dringend nötig.
mit Sicherheit Eisenplatten vergessen. War klar. Aber ich glaube, ich stand hier irgendwo in der Nähe von der Eisenschmelze. Glaube ich auch nur. Okay, die ist doch weiter weg, als ich gedacht habe. Okay, wir verbrauchen so viel Eisenplatten, dass hier noch nicht mal was in den Maschinen drin ist. Das ist ja blöd. Das liegt aber auch hauptsächlich Fließbandgeschwindigkeit, zwecks Erz und sowas. Aber ich glaube, Erz kriegen wir von dort rechts ja noch eigentlich relativ viel. Ne? Ah, obwohl, so viel ist es auch nicht mehr. Ich glaube, Duraluminium, das werden wir noch einiges an Zeug brauchen. Duraluminium für ein schnelles Greifen. Stimmt, da jetzt sind da. Ja, wollten wir das Nest dann oben wegmachen oder wollten wir eher noch ein, ja gut, Wunders müssen wir eh setzen, aber wollten wir das Nest trotzdem wegmachen? Beziehungsweise die beiden Nester dann da? Wenn wir die Munition irgendwann mal dafür haben sollten, können wir das von mir aus machen. Hier Moondrops mal ranbekommen. Weil ich bin nicht der Moondrop-Spezialist. Ich brauche mal falsch rum. Na dann. Gute Voraussetzung, habe ich gehört. Das wird auch platzmäßig hier ganz schön eng. Voraussetzungen werden immer besser. So, das ist doch hier mal so eine Berechnungsformel. Wie viel Modus brauche ich hier? Achtundvierzig oder 52. Sekund. Genug, 45 um und bei. Für die Ja. A2.
Du kriegst 3,5 Erzförderer mit einem Moonjob aufgesaugt. Und das war jetzt für alle Erstförder, die wir jetzt hier haben. Die ich grob geschätzt habe, die ich im Kopf hatte, so 150. Da brauchen wir 42, irgendwas. 150. So, und wenn wir jetzt das ganze Gerät nur auf 78 ausrechnen würden. Irgendwas bei 23 oder 22 der Richtung wären das dann. Ich habe 21. Na dann. Also muss ich noch zwei Erzfüller wegreißen oder was? Eventuell. Ich musste gerade auch Bäume fällen, um Holz zu bekommen, um was zu craften. Also das ist auch schon peinlich genug. Ich fälle hier auch gerade Bäume, aber nicht um was zu craften. Na dann. Ich brauche den Platz. Gute Voraussetzung und so. Blöde. Granaten regeln. Setze ich hier noch eine Reihe Moondrops dazwischen? Das ist eine Wo ich wundervolle sonst noch Frage. Wasser? Wasser zu Methan, Wasser zu Methan, Wasser zu Methan. Wir nehmen das Wasser zu Methan. So. Drei Stunden später. Was ist da? Da bin ich eventuell mal fertig mit dieser ganzen Drecksanlage. Das ist gut. Ich stelle gerade fest, ich habe meine Pumpjacks aus dem Inventar rausgenommen. Was sagt man da? Glückwunsch? Ja, nicht so. Ah, okay, na dann.
Brauche immer bei Duralumin so 25.827 Tempomodule. Jetzt von der Schmelzgeschwindigkeit her oder von. Naja, Aluminium habe ich jetzt tonnenweise, Kupfer habe ich tonnenweise, bloß ich habe nur einen Schmelzer. Und die Dinger sind so riesig, ich glaube, das wird witzig, hier einen zweiten noch reinzubekommen. Aber einen Wie lange zweiten braucht bekomme ich der? 4 Sekunden für einen. Beziehungsweise dadurch, dass es ein großes Ding ist, ja, brauche ich 4 Sekunden für einen. Ja. Und die Dinger sind natürlich auch super kostengünstig, diese Smelter. Die brauchen ja nicht 15 verschiedene Materialien. Und Titanium. Ich such mal. Wo ist denn so ein Duramium? Ach so, ach, du ahnst es nicht. Die sind ein bisschen größer, ne? Produziert das denn wenigstens schon Überschuss? Ich gehe nicht davon aus, weil die ganzen Forschungssachen damit betrieben werden. Damit wird ich, glaube ich, nicht mal eins der Forschungsdinger ausgelastet. Aber wir produzieren wieder Okay. Forschungsflaschen. Ja, ich bin jetzt gerade noch am Rätseln, wo ich jetzt hier lang gehe und Methan anschließe. Du brauchst jetzt nicht so zu tun, als hätten wir nicht eine halbe Basis Methanrohr. Ja, ich habe hier gerade schon eins gefunden. Na dann, aber wir sind leider am Ende der Folge angekommen. Das nochmal schnell löschen. Alles klar, dann würde ich sagen, hau rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.